Herzlich willkommen zurück zu Skysaga Alpha 7 mit Arezo. Ich bin Arezo und pack mal den Cespian, den habe ich gerade eben bekommen. Also das Treasure Amber Cespian in die Box, weil ich jetzt gerade nicht zur Stadt des ersten Lichts will, sondern ins tägliche Abenteuer. Wie ihr seht, das läuft in 18 Minuten aus. Das heißt, ich habe gerade noch rechtzeitig eingeloggt, um heute gleich zwei tägliche Abenteuer hintereinander machen zu können. Das zweite wird dann natürlich in der nächsten Folge sein. Es sei denn, dieses braucht hier ganz lange, dann bekommt sie die übernächste Folge, weil ich dann dieses auf zwei aufteile, aber das glaube ich nicht. Und mit Anlauf rein. Das wäre hier witziger, mit Anlauf reinzugehen, wenn die es ein bisschen nach hinten offen lassen würden, sodass man wirklich reinspringen kann. Ach, ist ja nett, da hat jemand eine Begrüßung draufgepackt auf seine Insel. Der bekommt ein Vote für sein Foto. Gut, der hat das A und das O vertauscht, aber das kann ja mal vorkommen. Hat sich vertippt. Whitewood Ruins. Also die Wildholzruinen. Hoppala. Die schauen wir uns dann doch direkt mal an. Da haben wir einen Gegner. Ne, doch nicht, das ist ein Spieler. Sah aus wie ein Gegner. Eigentlich überhaupt nicht. Ich habe mich schon gefragt, was das für ein Gegnertyp ist. Da haben wir schon mal Reichtümer. Was ist drin? Keine wirklichen Reichtümer. Hallo? Ah, hier sind die Reichtümer. Oh, das ist tatsächlich einigermaßen gut. Fluteisen. Hier geht's doch bestimmt noch irgendwo hoch, oder? Ist hier irgendwo eine Leiter? Ich sehe auf der Karte schon, dass es hier noch irgendwo mehr Truhen gibt, als die, die ich gesehen habe. Ah, da haben wir eine. Immerhin. Bisschen Rüstung. Aber es gibt immer noch eine Truhe, die irgendwo versteckt ist. Dann nutzen wir einfach mal die Nicht-Leiter-Variante, um nach oben zu kommen. Okay, offenbar war es nicht oben. Dort haben wir aber auf jeden Fall noch eine Station, die wir durchsuchen müssen. Oh, dort ist noch ein kleines Haus. Okay. Wenn es nicht oben ist, dann ist es bestimmt unten. Ja, da haben wir die Abkürzung zum Keller. Moment, das ist nicht der Keller. Moment. Das ist auch noch nicht der Keller. Das ist der Keller. Aua! Verdammter Schurke! Hockt einfach in seinem eigenen Keller und wartet darauf, dass die Leute durch die Decke fallen. Okay, das ist eine ganze Menge Pelz, die wir hier haben. Das ist eine wirklich gute Kiste für mich gewesen. Damit habe ich ein bisschen Vorrat. Gut. Das war das. Jetzt haben wir hier noch ein zweites Haus. Hallo. Ja, noch ein paar Pelze. Sehr schön. Was zum... Hier ist ja noch eine Tür. Die müssen ja nicht bordgleich sein. Ich dachte jetzt eben, ich hätte dann auf der anderen Seite was vergessen, aber... Wahrscheinlich nicht. Gut, das... Scheinen wir dann durchgearbeitet zu haben schon. Gucken wir noch schnell, ob hier auch ein Keller ist. Tatsächlich. Aber ohne Truhe, wie es aussieht. Moment. Ist hier was? Nee, keine Truhe. Ah, ich hätte ja auch einfach auf die Karte gucken können. So, dann gehen wir mal nach oben. Top. Top. So, nehmen wir das hier mal.
So, die platzieren wir dann hier. Und jedes Mal, wenn ich hoch genug bin, nehme ich mir wieder die Steine von dem. Ein paar Equipmentstücke sind kurz davor zu zerbrechen. Ach, das geht schon. Die halten das aus. Der kann schon mal oben die Leute töten, die mich sonst bestimmt wieder runterwerfen wollen würden. Ups, jetzt habe ich einen Block vergessen. Glaube ich, bin ich ganz sicher. Hoppala. Definitiv das falsche Werkzeug gerade. Hoppala. Oh, das hätte jetzt schief laufen können. Hätte ich dort alles bis auf den einen schon abgebaut. So. Gut, nehme ich mit. Was haben wir denn hier? Okay, ist in Ordnung. Keine Treasure Embers in letzter Zeit, ne? Schon seit ein paar Ewigkeiten nicht mehr. Hier irgendwas? Nein. Hier wächst Baumwelle mitten im Haus. Gut, hier unten war nichts. Dann weiter nach oben. Da ist wieder die Truhe, in der ein Emoji wahrscheinlich ist und noch irgendwas. War zumindest bisher immer so. Ein Emoji und noch irgendwas ganz ähnliches. Wir sehen, der hier hat Hocheisenschwerter. Warum hocke ich immer noch auf meinen Goldschwertern fest? Ja, ich warte ja darauf, dass er verfügbar wird. Gut, wenn er mich warten lässt, dann vertreibe ich mir die Zeit, indem ich den Weg zu dieser Kiste wegbaue. So. Der macht mir Schwierigkeiten, mache ich ihm Schwierigkeiten. Ah, Medaille Schild, sehr schön. Und Clap-Emote. Gut. Okay, und auf nach unten. Gott! Hey, das klappt ja sogar gut. Und hopp, hier gucken wir mal schnell rein, ob wir einen Weg zu einem Schatz finden. Ich glaube nicht wirklich dran. Voxlings, die greifen wir tatsächlich mal an, weil die Sprengpulver droppen können, aber heute machen sie es offenbar nicht. Und hier haben wir auf jeden Fall ganz viele nützliche Keystone-Fragmente gefunden. Ich brauche meine Fackel, bitte. So, dann können wir die direkt auch platzieren. Noch ein bisschen. Gut, das oben war böse. Ich sehe es ein. Hätte man nicht machen müssen. Und dürfen. Aber vielleicht hat er ja draus gelernt und beeilt sich beim nächsten Mal, wenn er an der Truhe steht. Und jemand anderes wartet. Ich meine, man kann ja hoffen, dass die eigenen Fehlentscheidungen und moralisch fragwürdige Entscheidungen doch noch irgendwo einen Sinn haben. Na, das Eisen brauche ich nicht. Ich brauche nur die Keystone-Fragmente.
schön, mal ab und zu auf so eine Ader zu stoßen. Ich glaube, ich war in noch keinem einzigen jetzt. Also, Wüstenabenteuer in Alpha 7. Aber jetzt habe ich erstmal Materialien, um in einige reinzugehen. So, hoppala, da ist noch einer. So. Für wie viel haben wir denn? 69. Lasst mal überlegen. 69 durch 9. Kann ich im Kopf nicht rechnen. Ich bin extrem schlecht im Kopf rechnen. Hier geht's offenbar nirgends hin. Das ist schade. Oh, Moment, da geht's raus. Ah, Moment, hier bin ich doch erst hergekommen, okay. Oh, da oben wären noch ein paar. Okay, die lasse ich dem anderen Spieler da. Ich tue einfach mal so, als wäre ich jetzt nicht zu faul, sondern als wollte ich dem was übrig lassen. Da komme ich edelmütig rüber. Man muss ja auch auf seinen Ruf achten, ne? Hoppala. Oh, da hinten war ich offenbar nicht, denn dort steht noch ein Voxling, die ja zur Jagd freigegeben wurden. Was zum... Hallo? Noch mehr Voxlings. Offenbar habe ich einen Erfolg freigeschaltet oder sowas. Wofür war das eben? Ah, da haben wir tatsächlich Sprengpulver. Sehr gut. Das brauche ich für Bomben. Katil ist Explorer Rang 5. Habe ich dafür eben... Also war das eben der Sound? Wenn ja, warum? Weil Katil ist doch so extrem weit weg. Das hätte ich eigentlich gar nicht hören dürfen. Könnte ein Bug sein, oder ich habe irgendwas verpasst. Oh, Hocheisen! Da war noch mehr. Das nehmen wir auf jeden Fall mit, denn... Daraus kann ich mit Klingen basteln. Die sehen zwar nicht schön aus. Rosa ist nicht wirklich mein Farbton. Aber sie sind effektiv. Also hoffe ich zumindest. Ich meine, es ist ein seltenes Metall, muss doch irgendwie effektiv sein. Gut, das hat mich jetzt nicht zu einem Schatz gebracht. Ich suche ja immer, wenn ich in die Höhlen gehe und hoffe, dass da ein weiter Weg ist, wie hier. Okay, Moment, ich bin hier lang gegangen. Gut, und hier gab es dann wohl zwei Wege. Da ist offenbar der zweite, der nach oben führt, der Weg. Aua! Wenn ich das mache, dann hoffe ich ja darauf, dass ich einen von diesen Schätzen, die es in Alpha 7 gibt, finde. Aber sieht nicht so aus, als wäre heute einer da. Oh, Moment, da geht's noch viel weiter. Vielleicht habe ich einfach bloß die letzten Male nicht richtig gesucht. So. Aber das hier scheint schon wieder eine Sackgasse zu sein. Ja, da geht's nicht weiter. Und hier so auch nicht. Okay. Tja, schade. Aber ich hab's versucht. Niemand kann behaupten, ich würde nicht richtig Schatz suchen. Ich finde vielleicht nichts, aber... War da eben noch... Oh, Moment mal. Hier haben wir noch ein paar Hocheisens. Die nehme ich noch mit. Na. So. Von wo kam ich? Wo will ich hin? Ich höre schon wieder komische Sounds, als würde hier irgendjemand rumschießen gerade.
mit Pfeil und Bogen. Upsala. Upsala. Gut, kein Platz dafür. Brauche ich aber auch gar nicht. Dann gehen wir hier lang. Hier werden wir wahrscheinlich irgendwann rauskommen. Wo ist denn jetzt der Weg nach oben? Ah, hier. Okay. Das hat da eben geleuchtet. Gut, das war nur der Kristall und hier ist nichts weiter. Dann weiter. Eisen, das brauche ich nicht. Katil ist offenbar fertig mit der Welt. Und up. Jetzt können wir auf. Auf zur Burg. Wo ist die denn? Da hinten. Hoppala. Da war ein kleiner FPS-Einbruch. Inzwischen ist es ja ein bisschen besser geworden. Ich habe ein bisschen Grafikqualität ja gegen FPS eingetauscht. Nicht schön, sowas machen zu müssen, aber. Naja. Wer weiß, vielleicht gewinne ich ja im Höllenmaschine-Gewinnspiel den 36.000-Euro-Computer. Ich verspreche, wenn ich das tun sollte, dann investiere ich sogar noch ein bisschen Geld, um mir ein modernes Spiel zu holen, damit ich das ausnutzen kann und tatsächlich mal auf meinem Kanal moderne Spiele präsentiere. Wobei das hier ja natürlich auch modern ist. Ich meine, es ist so modern, dass es noch Alpha ist. Ja, noch ein paar Pelze, sehr schön. Wer das Höllenmaschine-Projekt nicht kennt, das ist von irgendeiner Zeitschrift. Findet da ganz schnell, wenn ihr euch danach umguckt. Ich packe den Link jetzt mal nicht in die Beschreibung. Das kommt, falls ich gewinne. Sonst bin ich eh sauer auf die und dann würde ich die Beschreibung wahrscheinlich im Zorn wieder rauszensieren. Gut, würde ich nicht machen. Das klingt so überhaupt nicht nach mir eigentlich. So. Nee, das sind Leute, die versuchen immer den ihnen gerade bestmöglichen Computer herzustellen. Ich glaube, das ist einmal pro Jahr. Also die holen sich wirklich die besten und teuersten Komponenten, bauen die zusammen und dann verlosen die das ganze Zeug einfach. Und wirklich super Rechner, der einmal verlost wird und dann weg ist. Der letzte Satz war ziemlich sinnlos. Ist natürlich eine Promo-Aktion für die, aber trotzdem finde ich das klasse. Und ich hoffe natürlich. Angeblich ist hier noch irgendwo eine Truhe, die nicht geöffnet wurde. Hier irgendwo. Hallo? Da geht's ja raus. So, das war der. Hier hätten wir eine Truhe. Die Streben nehmen wir mal mit. Aus Flusseisen. Fluteisen, Entschuldigung. Und hier scheint es aber nichts weiter zu geben. Gut, dann gehen wir weiter. Und los geht's. Autsch. Cellars, also Keller. Checkpoint gesetzt und auf in den Kampf. Ich glaube, diesen Keller habe ich noch gar nicht besucht bisher.
denke, bisher waren es immer andere. Ne, doch, hier war ich schon. Guard Quarters sagt mir nämlich definitiv was. Und wenn ich den Namen gehört habe, dann wird es schon höchstwahrscheinlich was sein, das ich theoretisch kenne. Mir fällt gerade ein, dass ich glaube ich in der letzten Folge gesagt hatte, dass wir Quests machen. Machen wir ja gerade gar nicht. Was wäre eigentlich gerade die Faust? Warbones. Okay, haben wir jetzt eh nicht. Hallo, du bist der Erste, den ich hier treffe. Generell, hier sind so wenig Leute. Ein einzelner unterwegs. Und die wird nicht die ganze der andere Spieler hier getötet haben, alle. Ah, der Schurke. Schlägt schnell zu. Assassine, Entschuldigung. Und macht als Boss natürlich auch relativ viel Schaden, aber aua, nicht anderen so schlimm wie ein Tyrant. Generell, treffe ich überhaupt noch Tyrants? Aua. Wahrscheinlich gibt es die in den normalen Abenteuern nicht. Autsch. So, warten wir kurz. Dann fangen wir bestimmt wieder an, uns zu heilen. Ja. Autsch. Hoppala. Und jetzt wieder ein bisschen auf die Ausdauer warten. Ich habe immer noch keine Headshots, also noch immer keine Beine hergestellt. Aua. Aua. So. Was werfen wir denn weg für etwas, das uns wahrscheinlich überhaupt nichts bringt? So. Die Teile haben ja bisher noch nichts wirklich Gutes drin gehabt, die Rohmaterialien, Treasure Embers. Oh, das hier ist schon eher gut. Eine Armor Plate High Steel. Moment, das hier. Das kann ich noch nicht gut. Dann lernen wir das mal. Jetzt können wir klatschen. Oh, ich kann's doch schon. Steht das? Ah, da oben steht's. You already know this recipe. Dann kann ich's immerhin für einen Siedlerpunkt verkaufen. So, dann nehmen wir das mit. Die Eisengewichte, glaube ich, brauche ich nicht, oder? Nein. Und hopp, raus geht's. Gut, was steht denn... Warte. Ja, was den Loot angeht. Wie erfüllend fandest du dein letztes Abenteuer? Ja, hey, lasst mich doch mal antworten! Okay. Ja, neuer Tag angebrochen. Siedlermarken 20. An der Zahl. Und schon wieder ein Rang auf. Ich finde, das ist wirklich ein bisschen zu vielen. Dieser Alpha. Naja, in dieser Alpha ist es ja erst reingekommen, aber ich finde, es ist schon direkt zu viel. Gleich zwei schon wieder. Dabei habe ich überhaupt nichts Ehrenvolles oder wirklich Tolles gemacht. Wirklich nicht. Das war alles ziemlich langweilig. Warum war das hier nicht bei den Blöcken jetzt? Okay. Dann schauen wir mal, was die Belohnung war. Und warum macht er... So. Das tägliche Abenteuer, das werde ich wahrscheinlich im nächsten machen. Das hier kenne ich schon. Tja, gut, dann war's das. Langweilig.
Da fällt mir ein, ich sollte vielleicht jetzt direkt mal die Headshots machen. Hier. Leder. Okay, habe ich. Hier. Aber zu wenig Leder. Ich brauche 4. Steel Edges. Oh Gott, 5 Steel Edges. Schauen wir mal direkt, was wir für ein Steel Edge brauchen. 4-mal Eisen. Okay. Das heißt 20 pro, ne? Das heißt, insgesamt brauche ich 40 Eisen. Da haben wir nicht so viel Auswahl, welches wir nehmen können, ne? Tja. Selbst mit dem, was ich gerade gesammelt habe, habe ich bei High Iron nur 36. Okay, dann. Hier, nehmen wir Wood Iron. So. Und hier irgendwo habe ich. Da, Tempering Dust. Das hier können wir mal direkt zusammenschmeißen. So. Und Holz sollte ich auch noch mitnehmen. Da, Groundwood. Perfekt. Okay, dann. Und den Tempering Dust. Wo ist der? Da. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt. Das lassen wir jetzt hier ein bisschen brodeln. Auf kleiner Flamme. Und hier gucken wir, wovon, also von welcher Farbe Leder habe ich denn 4? Und wie es aussieht, von gar keiner. Gucken wir nochmal genauer nach. Ja, kein einziges. Dann stellen wir uns eben 4-mal Leder her. Oder sogar noch mehr. So, das kommt rein. Und wird gecraftet. So, komplett umgewandelt. Okay, muss ich da. Ich mache jetzt sicherheitshalber noch, damit man es gesehen hat, so, die erste Headshot rein und im nächsten Let's Play fangen wir direkt an mit 2 Headshots im Inventar. Das heißt, ich warte hier noch kurz. So. Jetzt kann ich die herstellen. Wir packen die Woodward rein. Wir packen das Cyanleder rein. Und perfekt. Moment. Schaden 185 und 12, noch was Stamina. Moment. Und 185, 12,0 eigentlich. Damit ist das offenbar ein klein bisschen schlechter als das Standardmaterial. Warum das hier grün angezeigt ist, weiß ich nicht. Okay, gut. Dann hoffe ich, es hat gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in der wir mit den Hatchets ins Abenteuer gehen. Da werden wir es auch direkt testen. Bis dahin hoffe ich, es hat gefallen. Wir sehen uns. Lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.